Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Surviving Mars. Und zwar, ich habe mich gerade eingeloggt und musste feststellen, dass hier direkt ein Fenster aufploppt, in dem uns gesagt wird, dass ein Kolonist leider gestorben ist. Schauen wir uns das mal an. Todesursache, hohes Alter. Ja, okay, gut, da kann man nichts machen, das ist ein Franzose gewesen. Der war 22 Tage auf dem Mars und ist dann leider durch Altersschwäche gestorben. Wo ist denn der? Er ist wahrscheinlich schon vergraben. Zum Glück. Ich finde es furchtbar, wenn die hier so rumliegen. Gut, kann man nichts machen, ne? Treibstoff. Ah ja, eine Forschung ist fertig. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Es wäre jetzt natürlich richtig toll, wenn hier das Ding fertig wird. Und es fehlen Maschinenteile. Wie viele Maschinenteile haben wir noch? Null. Okay. Erde. Wir brauchen Zeug. Maschinenteile. Locker 50. Oh, ist das teuer. Gut, wir haben 17.000 Millionen. Also ich gehe mal davon aus, müssten 1.000 Millionen sein. Also 17 Milliarden Dollar haben wir. 900 Millionen kosten die Maschinenteile. 50 Tonnen wahrscheinlich. Okay, 900 Millionen, das geht eigentlich. Dann würde ich noch 20 hiervon nehmen und vielleicht 60 davon und dann vielleicht nochmal 20 Polymere. Und die Sonden sind jetzt leer. Gehen wir nochmal eine halbe Milliarde für Sonden aus. Okay, das muss aber auch reichen. Jetzt haben wir richtig viel Knete rausgehauen. Edelmetallpreis 25 Millionen pro Einheit oder wie, okay. Das ist ja jetzt nicht so viel, die Geizigen. Das ist ausgeschaltet, stimmt. Aber wir haben jetzt erstaunlicherweise genug Wasser. Dann können wir es einschalten. Crop failure reported. Was? Wo ist ein Ernteausfall? Achso, ja, das habe ich gerade eingeschaltet. Das ist ja in Ordnung soweit. Das ist ja in Ordnung. Ich frage mich, wo das ganze Wasser gerade herkommt. Weil die hier, genau, ich soll hier mal gucken, wie viel Wasser wir hier noch haben. Noch 1200. Also noch geht. Noch geht. Und hier haben wir zwei separate Vorkommen. Hier haben wir 10.000 und hier 8.000 und jeweils einen Extraktor. Ja, schwierig, ne? Wie sieht es denn mit Forschung aktuell aus? Angepasste Sonden, Stirling-Generator, okay. Hier sagt er einfach nur Lager voll, ja, sehr gut. Das ist der gute Case. Wir haben jetzt minus 3. Warum? Warum haben wir minus 23 Energie? Ach, wegen Solarpanels, ne? Weil wir jetzt von den Akkus hier leben. Ja gut, das ist ja in Ordnung. Dafür haben wir ja die Akkus. Pipe leak reported. Ja, toll. Würde mal einer hier bitte kurz. Dankeschön. Vielen Dank. Hier ist noch so viel Treibstoff, dass wir die nicht einschalten müssen. Wir sind schon wieder auf null Wasser. Wo kam denn der Boost gerade her vorhin? Ah, hier sind die Ladegeräte. Ja, das ist schön, dass die genutzt werden. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön, dass die alle zum Laden fahren. Gefällt mir. Was ist das? Das ist nichts. Das ist auch nichts. Okay. Gut. Das Ding hier ist immer noch nicht besetzt. Das ist aber in Ordnung. Die Rakete ist gleich da. Warten wir vielleicht erstmal ab, bis die Rakete da ist. Cable fault reported. Na toll. Hier vorne ist es kaputt. Ganz toll. Zack. Einmal bitte hier landen. Hallo? Ah, da. Da ist sie. So, komm. Rück das Zeug raus. Dieser Turm hier muss fertig werden.
Ansonsten, Sauerstoffproduktion sieht eigentlich gut aus. Die ganzen Tanks hier sind bis zum Anschlag voll. Und wir haben eine Überproduktion von 7. Drohne schwer beladen. Du bist auch schwer beladen. Minus 6. Wow. Cable fault reported. Pipe leak reported. Warum haben wir auf einmal so ein... Okay, der ist inaktiv. Warum haben wir auf einmal so einen großen Wasserverlust? Minus 7. Wasserbedarf 14,5. Kann das sein, dass es hier immer ziemlich krass schwankt, oder? Je nachdem, ob gerade gegossen wird oder nicht. Das kann natürlich sein. Allerdings ist da das mit den Tanks ja dann noch mehr in Ordnung. Ach, da müssen auch noch Leute drin arbeiten. Ernsthaft? Okay. Es wäre schön, wenn da dann welche arbeiten. Okay, also wenn das so ist, dann würde ich sagen, bauen wir nochmal so einen Wassertank. Und zwar direkt Pipe leak hier reported. Irgendwo in die Nähe. So. Oh, so direkt hier neben. Na komm, ist egal. Und dann Rohr. Sector scanned. Anomaly found. So. Ich glaube, so ist dann ganz gut. Dann haben wir hier nochmal einen Tank, in dem dann quasi auch das Wasser für hier gespeichert werden kann. Das ist eine gute Sache. Oh, ich sehe gerade... Ah, okay. Ich sehe gerade, dass ich hier meine Lautstärke, wenn ich verändere, auch die Lautstärke im Video ändere. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Was? Ernteausfall? Schon wieder bei diesem Feld hier. Warum? Weil da nur eine arbeitet. Arbeitet nicht in der Heimatkuppel. Minus 10. Ah. Okay, was können wir jetzt erforschen? Irgendwas Tolles? Tiefenscan. Okay, Tiefenscan ist ganz... Oh, Low G hoch. Sehr schön, sehr schön. Das ist sehr gut. Durchbruch. Ich habe das Gefühl, dass wir das mit den Forschungen wieder nicht hinkriegen. Vielleicht spiele ich jetzt auch zu vorsichtig. Wenn ich das erste Mal zu unvorsichtig gespielt habe, spiele ich jetzt vielleicht zu vorsichtig. Das kann sein, muss aber nicht. Pipe leak reported. Hier wird sich eigentlich anstatt dem Ding irgendwas anderes anbieten, ne? Aber in dem Fall... Wir warten mal, ob wir hier die größere Kuppel vielleicht bald kriegen. Die könnten wir dann zum Beispiel dahin bauen. Oder dahin. Hier, glaube ich, wäre ganz gut. Da wäre, glaube ich, ganz gut. Oder? Ich glaube schon. Ja. Ah, die Brücke hier, die wird gut genutzt. Das ist gut. Das Ding hier ist auch gleich fertig, wie ich sehe. Jawohl. Dann können wir hier noch überschüssiges Wasser speichern. Wasserspeicher kann man nie genug haben. Okay. Der hier sorgt ja dafür, dass hätten wir Besatzung da drin, dass wir genug Wasser zurückgewinnen. Wie viele Leute können hier noch wohnen? Okay, hier können noch eine... Wir fordern mal nochmal einen Shuttle mit Leuten an. Kann natürlich sein, dass ich jetzt ein bisschen übertreibe. Ingenieure würde ich dieses Mal auch mitnehmen und auch Leute ohne Spezialisierung würde ich mitnehmen. Ja, oder wir nehmen mal alle mit. So. Sehr gut. Stirling-Generator ist am Start. Ich
bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher, was ich hiervon halten soll. Ich frag mich ja, kann ich das hier nicht... Warte mal, wir machen mal erstmal das und dann die Extraktorenverstärkung und dann den Atomakku. Und dann Wasserextraktion aus der Tiefe. Oh, das ist gut. Dafür brauchen wir aber vorher das, damit wir erstmal die Tiefe scannen können. Funktionelle Pflanzen. Die Sauerstoff erzeugen und die Erdqualität verbessern. Ah, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Wir brauchen eigentlich mehr Forschung. Was ist denn mit dem Schiff hier? Der ist immer noch beladen. Das werde ich, den Teufel werde ich tun und das wegschicken. Beladet erstmal hier das Lager. Ein bisschen was ist drin, okay. Ja, da müssen wir warten, bis die Menschen da sind. Ja, ist schwierig gerade. Es ist ein bisschen schwierig. So. Was haben wir hier denn noch? Wasser. Das brauchen wir halt alles gerade auch nicht, ne? Und Metallextraktor bringt uns gerade auch nichts, weil wir dafür auch zu wenig Leute haben. Hier ist auf jeden Fall noch eine Menge Wohnplatz. Und hier wohnen jetzt die ganzen Biologen, die das hier alles machen. Das ist gut. Gefundene Anomalie. Okay, sehr gut. Das bringt uns wieder ein paar Forschungspunkte. Aber ich weiß gar nicht, was wir jetzt so lange machen sollen, bis wir das alles haben. Vielleicht doch nochmal eine Kuppel. Aber ich hätte halt gerne eine große Kuppel in der Mitte. Und dann kleinere Kuppeln außenrum. Also wirklich so ein ganz großes Teil. Oder hier so eine große Kuppel und dann eine Verbindung dahin. Und dann hier vielleicht noch oder so. Müssen wir mal gucken. Aber ohne... entsprechende Ressourcen und so weiter wird das schwierig. Neue Technologien können erforscht. Ich würde mir wünschen, wenn man da draufklickt, dass man sieht, welche Technologie dann erforscht werden kann. Jetzt müssen wir selber gucken. Marsianisches Wissenschaftsinstitut. Neues Gebäude ist Stephen Hawking Institut. Generiert schneller Forschung als ein Forschungslabor. Ein Stephen Hawking Institut. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Wie sollen wir das alles nur jemals erforschen? Wie viele arbeiten denn hier? Drei Forscher, also drei Wissenschaftler arbeiten hier. Arbeitet nicht in Heimatkuppel. Warum tauschen die nicht einfach Okay, der Typ ist ein Workaholic. Ich kann ja die anderen Schichten auch mal aktivieren. Denn vielleicht haben die Leute Lust dazu. Ja, genau. Guck mal. Dann haben wir jetzt unsere Forschungsgeschwindigkeit nochmal deutlich erhöht. So, jetzt sind die Neuen da. Und mit den Neuen, wenn hier auch noch ein paar Wissenschaftler dabei sind, die das hier besetzen, ja optimal. Dann ist das super. Die arbeiten jetzt in einer anderen Kuppel. Alter, wie viele Wissenschaftler sind denn hier? Ach, das sind die Neuen jetzt wahrscheinlich. 531, sehr schön. Vorher waren wir 200 irgendwas. Das ist sehr gut. Okay. Also ich habe gemerkt, das bringt auf jeden Fall viel, wenn hier nur die Leute arbeiten, die auch entsprechend ausgebildet sind. Und wenn die Gebäude ordentlich ausgebaut sind, anstatt einfach 5 Forschungslabore mit einem Typen zu bauen. Das ist sehr gut. Die wohnen jetzt alle da und da. So, wie sieht's denn hier aus? Hier sind überall 2, hier sind sogar 3 Botaniker. Hm.
Okay. Okay. Ja gut. Jetzt haben wir die Leute da. Aber... Ah doch, doch, okay, die arbeiten jetzt hier doch. Sehr gut. Dankeschön. Danke, 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 dass du hier arbeitest. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ob die Kuppel jetzt auch nur in der ersten Schicht funktioniert. Wahrscheinlich schon. Von 6 bis 14 Uhr funktioniert die nur. Schwierig, schwierig. Ja, zumindest das Forschungszentrum ist voll besetzt. Was eigentlich heißt, dass wir uns noch eins gönnen könnten. Jetzt passt da mal auf hier. Wir könnten natürlich hier das hier abbauen und eine Klinik reinbauen. Dann das hier wegreißen und dafür irgendwas anderes wie ein zweites Forschungslabor hinbauen. Ah, ich glaube auch nicht, dass sich das lohnt. Wie sieht es im Kindergarten aus? Da arbeitet keiner. Also wir haben definitiv zu wenig Leute. Definitiv. Wir sollen jetzt erstmal das Essen ausladen, damit wir weiterhin genug Puffer haben. Research complete. Bodenqualität 20, 150, 50. Angepasste Sonden. Kann ich die Sonde jetzt schon mal wegschicken? Die ist leer und aufgetankt, okay. Hier ist noch eine Menge Essen drin. Das muss weg. Wir haben jetzt 5 Sonden. Und das sind auch okay. Wo ist denn interessant? Eigentlich hier unten auch, oder? Eigentlich auch hier unten. Sector scanned. Hier. Anomaly found. Und da. Also hier, das sieht ziemlich cool aus. Warum leuchtet das so? Ah, tiefliegende Edelmetalle, alles klar. Okay. Hier ist eine Anomalie, da fährt unser Freund auch hin gerade. Der hat scheinbar jetzt auch, also wir haben offenbar irgendwas erforscht, was hier wieder unendlich Akkukapazität macht. Was auch immer das sein soll. Aber soll mir recht sein. Soll mir recht sein. So, habt ihr mal das Essen raus? Nein. Sind wir dann jetzt beim Loki-Haus. Ich frage mich halt, wie wir an diese größere Kuppel kommen, die wir das letzte Mal hatten. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich werde doch hier nochmal umbauen, weil der WRS, der... The old probe even had some new data for us to analyze. Okay. Drei neue Anomalie. Was? Eins, zwei. Ah, da ist noch eine. Okay, krass. So viele Anomalien. Genau, weil hier bringt der WRS eigentlich so gut wie nichts. Wir haben hier einen Gesamtwasserverbrauch von 1. Hier haben wir 8,6. Da lohnt sich das Ding. Aber hier nicht. Also reißt mal ab hier. Es lohnt sich einfach nicht. Es macht keinen Sinn. Es kostet nur unnötig Unterhalt und ja. Und löschen. Kuppeloptimierung. Oh, Kuppeln kosten 50% weniger Standardressourcen. Das ist auch gut. Das finde ich sogar sehr gut. So, jetzt ist dieses Gebäude da mal weg. Die Frage ist, können wir die Klinik überhaupt schon bauen? Nee, ich muss schwerelose Medizin erforschen. Aber das ist okay, wir können es erstmal so lassen.
Aber hier hat doch auch einer in der Kuppel gearbeitet. Und warum arbeitet eigentlich hier kein... Ah, da ist die Schicht nicht besetzt. Und hier ist auch eine Schicht nicht besetzt. Also wir haben immer noch deutlich zu wenige Einwohner. Aber ich sehe gerade, wir haben massive Energieprobleme, oder? Ach, haben wir hier oben keine... Hä? Doch. Das ist ein Universallager. Oder haben wir kein Metall mehr? Wir haben kein Metall mehr. Ach, Jemine. Erinnert euch das an irgendwas so? Wir haben kein Metall mehr und alles geht den Bach runter? Das kommt mir verdächtig bekannt vor. Wir können hier mal kurz das ein oder andere Endlager machen. The analysis tells us that we found iridium-rich sulfides. Okay. That's a real rarity on Earth. Technologieboost. Plus 10% für alle Physiktechnologien. Okay, cool. Mülldeponie. Ja, okay, machen wir so. Alles klar. Du hol mal ein bisschen Metall hier. Cable fault reported. Pipe leak reported. Ja, 8 Kabelfehler und ein paar Kabelleaks. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Problem. Ich möchte nicht wieder hier ein Déjà-vu haben. Das kann ich wirklich nicht gebrauchen. Das wäre jetzt hier... Ne, wisst schon. Ich spreche es überhaupt gar nicht erst aus, was passieren könnte. Ressourcen entladen. Research complete. Na, ist er voll? Ist er voll? Ist er voll? Ist er voll? Ja. Okay. Also das Ding ist nicht voll, aber... Pipe leak reported. Logi Hochhaus. So. Jetzt schauen wir mal. Hat das schon was für die Kuppel gebracht? Nee, wir können immer noch nur die Standardkuppel bauen. Dafür können wir jetzt aber zumindest... Now that the most critical phase of the mission is behind us. We would argue it's a good time to start focusing on our mission evaluation goals. Du hast nur 23 Sol, verfüge über 40 erforschte Technologien, aktuell 29. Das heißt, wir müssen noch 11 Technologien erforschen. Als nächstes sollten wir vielleicht echt die billigen hier erforschen, einfach nur damit wir den Counter hochkriegen. Dann lass mal die beiden wegmachen und lass mal hier so kleinere Geschichten erforschen. Einfach nur, damit wir genügend Technologien erforscht haben. Ich möchte dieses Mal auch das Bewertungsziel erreichen. Das wäre schon schön. So, das Forschungslabor hier schafft ja 558 zusätzliche Forschung. Und ich würde sagen, wir bauen dann einfach noch eine Kuppel. Es hilft ja nichts. Und zwar könnten wir die jetzt hier hinbauen. Cable fault reported. Pipe leak reported. Wir bauen die mal hier hin. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das schlau ist. Aber wir bauen die mal dahin. Wir bauen die mal dahin. Und dann müssen wir... Also wir können natürlich von hier einfach anschließen. Aber redundant. Das ist die Frage, ob wir das so angeschlossen bekommen. Es konnte keine Warum konnte schon wieder keine Nahrung geerntet werden? Ist es normal, dass wir... Oder ist das, liegt es daran, dass wir teilweise zu wenig Wasser... Aber die haben ja nicht zu wenig Wasser, wir haben ja Tanks. Also ich verstehe es nicht. Gut, dass wir ein paar haben. Schauen wir mal, ob hier jetzt korrekt geerntet wird. Ja, also jeden Moment erntet. Ja, da wurde jetzt geerntet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Optimal wäre 17. Klar, also wir bräuchten eigentlich deutlich mehr Botaniker.
gibt es nur eine Arbeitsschicht, okay. Wir bräuchten noch 4 mehr Botaniker, dann würden wir wahrscheinlich auch deutlich mehr rausholen aus den Farmen. Und wir bräuchten jetzt eigentlich auch noch so einen Durchgang, und zwar von hier irgendwie nach da drüben. Das stelle ich mir halt schwierig vor. Ich glaube auch, das wird nicht funktionieren, oder? Wir könnten natürlich eine Farm abreißen. Die hier zum Beispiel. Dann könnten wir hier so ein Ding machen. Und ja, ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn hier nur... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Laden mal ab, auch wenn es egal ist, ob die von dir das runterpacken oder nicht, aber... Ja, wobei, das hier muss dringend repariert werden. Das muss dringend repariert werden. Ah, wir haben jetzt Leute in der Drohnenfabrik. Dann können wir hier mal 4 bauen. Okay, wir haben 1500 Forschung gekriegt, das ist schön. Das hier ist kaputt, weil 2 Metall fehlen, okay. Wir sollten vielleicht mal den Metallextraktor einfach schon mal bauen. Edelmetall? Ne, Metallextraktor, der normale. So. Qualität sehr hoch. Das ist doch schön. Und vielleicht sollten wir dann hier auch noch eine Kuppel bauen. Kann natürlich sein, dass ich gerade ein bisschen übertreibe, aber weiß ich nicht. Die Kuppel hier, die braucht halt noch Metall. Oh, das mit dem Metall ist echt schwierig. Die braucht kein Metall, die braucht nur noch ein bisschen Beton. Das ist gut. Das ist kaputt. Aber die Leaks hier sind schon mal repariert. Und du, würde ich sagen, fährst dann einfach nochmal raus und holt sich halt das Zeug, weil bringt ja nichts. Hat ja keinen Zweck. Erschöpft es. Oh shit. Das Wasservorkommen hier ist erschöpft. Das ist schlecht. Das ist definitiv schlecht. Das Wasservorkommen hier ist erschöpft. Tja. Okay. Können wir dann dafür irgendwas anderes hin? So ein Vaporat? Wir haben den noch nicht erforscht. Shit. Feuchtigkeit, Gedingens. Haben wir den überhaupt schon? Können wir den überhaupt schon erforschen? Ich glaube nicht. Ingenieurswesen. Ja, das ist auch gut. Heieieiei. -3. Also wir haben jetzt hier noch Wasser, wir haben hier noch Wasser und... Ja gut, hier haben wir fast nichts und wir haben hier noch Wasser. Wobei das Gebäude kein Wasser abgibt, weil es kaputt ist. Hervorragend. Nicht. Sektor scanned. Okay. Ja. Also wir können hier auf jeden Fall noch den ein oder anderen Feuchtigkeitsvaporator hinmachen, theoretisch. Wir können uns natürlich von der Erde aus einen bestellen. Fertigbauten. Feuchtigkeitsvaporator. Alter, ist der teuer.
1, 2, 3, 4, 5 Stück würde ich aber mal bestellen. Vielleicht noch einen zweiten Erkunder. Nach zwei Orbitalsonden. Naja, die sind jetzt billiger. Können wir gleich mal noch 6. Können wir mal 10 für eine halbe Milliarde. Okay. Wir sind diesmal nicht ganz so verschwenderisch. Ich hoffe mal, dass sich das positiv auswirkt. Auf unsere Problematik. Oh, der ist komplett voll. Das ist ja geil. Ressourcen entladen. Hier bitte. Okay, Kuppeloptimierung. Haben wir erforscht. Das heißt, die Kuppeln kosten jetzt weniger. 80-20-10. Wir brechen den Baum mal ab und bauen die neu. Geil. Was passiert jetzt mit den Ressourcen da? Okay, die werden erstmal wieder abgeholt. Also, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ach, die Hälfte wird abgeholt. Ah, das, was da ist, das bleibt da. Cool. Und jetzt brauchen wir nur noch 10. Ah, das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. Was nicht sehr schön ist, dass ich schon wieder über 30 Minuten bin. Das ist der Wahnsinn. Leute, ich würde sagen, das war's soweit für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.